Es ist ein schöner Sonntagmorgen im Herbst. Ein lichter Wind weht und die Lerche singt ein Lied. Der Igel steht vor seinem Haus. Seine Frau sitzt neben ihm und strickt. Ich gehe ein bisschen spazieren, Frau. In Ordnung, mein Liebster, aber bleib nicht so lange fort. Der Igel geht spazieren und pfeift ein Lied. Er trifft einen Hasen, der Hase geht auch spazieren, der Hase grüßt ihn freundlich. Guten Morgen, Meister Lampe. Guten Morgen, Meister Lampe. Was machst du denn hier so früh am Morgen? Ich gehe ein bisschen spazieren, Meister Lampe. Du gehst spazieren? Mit so krummen Beinen? Gehst du spazieren? Mit so krummen Beinen? Ja, mit so krummen Beinen. 2, 1, go. Guten Morgen, Meister Lampe. Guten Morgen, Herr Igel. Wie geht's? Mir geht's schlecht. Der Hase lacht über meine Beine. Über deine Beine? Ja, über meine Beine. Du sprichst mit dem Igel, Mann? Stell dir vor, Frau. Der Igel geht spazieren. Der Igel geht spazieren mit so vielen Beinen. Ihr denkt wohl, eure Beine sind besser. Natürlich, unsere Beine sind viel länger und wir können auch viel schneller gehen. Das kommt auf einen Versuch an. Versuch? Was für einen Versuch? Wir können einen Wettlauf. Wettlauf machen? Habe ich richtig gehört? Einen Wettlauf? Du willst mit mir? Schneller? Na gut. Und was wetten? Eine Flasche Wein. Wer lädst du bis mit? Na gut, wir können gleich anfangen. When you're ready? Okay, wait. Langsam. Ich habe Hunger. Erst muss ich noch frühstücken. Aber in einer halben Stunde bin ich. Yeah, I know. Okay. Ich weiter da. Okay, just say it. Okay, well, I'm probably gonna mess up. Okay. Go. Langsam. Ich habe Hunger. Erst muss ich noch frühstücken, aber in einer halben Stunde bin ich wieder da. Warum kommst du denn so spät? Was hast du gemacht? Ich habe gewettet. Du hast gewettet? Mit wem? Ich habe mit dem Hasen gewettet. Mit dem Hasen? Ich habe gewettet, dass ich schneller laufen kann als er. Bist du verrückt geworden? Du weißt doch, dass du nicht so schnell laufen kannst. Warte erst einmal ab, Frau, und kommt mit. Du musst dich umsehen. Ich habe einmal wirklich guten Plan. Guten Tag, Orla. Wisst ihr schon das Neueste? Bist du verliebt? Was? Nein, der Hase und der Igel laufen in einem halben Stunden um die Wette. Der Arme. Wer? Komm schnell, wir sehen uns den Wettlauf an. Aber der Igel hat doch selbst die Wette vorgeschlagen. Was? War ihr betrunken? Nein, den Wein will er erst gewinnen. Wette gewinnen, Frau. Aber der Hase hat doch viele langere Beine. Igel, pass gut auf und versteck dich hier. Und wenn der Hase kommt, das ruft, ich bin schon da. Ich bin schon da? Ja. Du rufst, ich bin schon da, das ist alles. Hast du verstanden? Ach so, jetzt verstehe ich deinen Plan. Hallo, Hase. Habe ich den Wein? Hallo, Igel. Aber hier ist mein Wein. Ich helfe euch. Der Hase läuft links, der Igel läuft rechts. Aufgepasst, auf die Plätze. Fertig, los! Der Hase läuft wie der Wind. Ich bin schon da! Du bist schon da? Aber das ist doch unmöglich. Wir laufen nach Heimat. Ich bin schon da! Du bist schon da? Wir wollen mir da?
Nein, nein, nein. Das gibt es nicht noch einmal. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Und der Igelmann nippt den Wein und läuft glücklich und zufrieden mit seiner Frau und seinen Freunden nach Hause. Dort werden sie ein kleines Fest, trinken den Wein und freuen sich, dass der Igel so schlau ist.